Ich war immer interessiert an neue Musik. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber mein Professor damals, er hat mich eingeladen und ich dachte, okay, ich kann ja nicht verlieren. Und ich war so beeindruckt. Ich finde mein Selbst mehr da, das ist gut gesagt, dass ich finde mehr mein Selbst in dieser Art von Musik. Ja, ich finde das einfach manchmal naturaler als klassische oder romantische Musik. Man hat immer ein Verhältnis, also zum ich weiß nicht, Geschichte oder so, aber Zeitgenössisch ist natürlich, das ist jetzt Gegenwart und man muss ja mit Komponisten arbeiten, die völlig neue Ideen haben und die man vielleicht noch nicht so richtig probiert haben auf dem Instrument, also vor allem auf der Geige. Und das war mir vorher, also so Kratzen und mit dem Holz spielen und so, ich dachte, nein, was ist das? Das klingt ja nicht schön, das war eigentlich das. Aber manchmal, wir brauchen das im Leben. Ja, für mich ist es manchmal ein realistischer Spiegel von Gesellschaft und der Welt. Und es ist nicht nur schöne Sachen. Auch, also man will was klanglich ausdrücken. Es kann auch sein, das Stück ist auf einen Text basiert oder einen Film. Es kann auch sein, es gibt Film dabei oder Elektronik. Also Klang für mich ist nicht nur Töne. Es ist so viel. Manchmal, ich habe Stücke, dass ich habe mit ihnen angefangen und ich dachte, wow, oh mein Gott, was mache ich mit ihnen? Und dann ich benutze mehr Mühe, mehr Kraft und mehr Zeit, um sie besser zu machen und um zu interpretieren. Und manchmal, sie sind die Beste.